Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten WM-Folge hier mit England, hier in der FIFA 21 Chelsea. Trainer Kehr, Chelsea spielt natürlich keine Rolle mehr. Wir schauen hier nur noch auf England, mit denen werden wir hier diese WM spielen. Unsere Gruppengegner, die sehen wir hier unten auch nochmal, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Schottland, China und Ägypten, echt eine leichte Gruppe eigentlich. Wir werden hier heute reinstarten mit dem ersten Gruppenspiel und zwar gegen China. Also das muss ja wirklich ein ganz lockerer Sieg werden. Wir werden uns dann gleich unser Team nochmal anschauen, mit welchem Team wir da genau reinstarten. Während den Kader haben wir ja schon vor zwei Folgen eingereicht. Das Video, was am Mittwoch online gekommen ist, falls ihr das noch nicht gesehen habt, hier oben nochmal verlinkt, schaut dort gerne nochmal rein, weil dort haben wir darüber geredet, wie lange eben diese WM jetzt gehen wird, wie das geplant ist, wann wir dann eben mit einer neuen Karriere reinstarten und wie das eben so alles ablaufen wird und dass ich auch eine Operation jetzt gehabt habe am 1. Februar und deshalb einige Folgen vorproduziert sind und so weiter, will ich jetzt gar nicht genau darauf eingehen, schaut euch sonst einfach das Video hier oben an, verlinke ich euch dann am Ende auch nochmal natürlich, schaut dann gerne nach dem Video sonst einfach nochmal rüber, das ist nochmal mein Hinweis und jetzt können wir auch schon loslegen mit der ersten Folge hier, das steht heute an. Wir schauen aber zuvor einfach nochmal auf unser Team. Und starten natürlich im Tor, würde ich mal sagen, mit Henderson rein. Pickford ist zwar eigentlich, glaube ich, Nationaltorhüter, aber Henderson ist vom Rating halt hier einfach jetzt stärker. Deshalb, ja, spiele ich mal einfach mit dem. Wenn er jetzt keine Fehler oder so macht, wird er auch im Tor bleiben. Maguire und Gomez in der Innenverteidigung, da haben wir eigentlich auch kaum andere Optionen eigentlich. Wir hätten noch eben Rice und Stones, aber die haben halt beide eine 83 von dem. Ich schaue einfach mal, wie die beiden sich hier spielen. Maguire hat halt schon ein schlechtes Tempo, 53, also ja, ich werde den hier mal ausprobieren gegen China, ist natürlich jetzt ein leichter Gegner, aber sonst spielen wir vielleicht dann eher einen Rice, der hat dann schon nochmal 20 Punkte mehr beim Tempo und hat mir ja in der Chelsea-Karriere schon richtig gut gefallen, der hat ja bei uns gespielt, von dem her, ja, wäre es dann vielleicht besser, wenn wir vielleicht doch mit Rice sogar in der Nationalelf spielen. Alexander Arnold auf rechts ist natürlich ganz klar 91er Gesamtstärke hier, einfach schon richtig stark und links werden wir einfach mal mit unserer mehr eigentlichen Rechtsverteidiger auch noch spielen und zwar mit Wan-Bissaka, weil ja, Chilwell ist vom Rating her halt einfach nochmal schlecht, wenn wir uns das Ganze hier nochmal vergleichen. 90er Tempo von Bissaka ist halt schon extrem stark, von dem her werde ich mit dem hier einfach mal auf links dann spielen. Links vorne ist natürlich ganz klar, Sterling hat auch ein richtig brutales Tempo, 95 und Jadon Sancho auf rechts ist natürlich auch ganz klar. Und dann ist die Frage im Sturm. Da spiele ich jetzt erstmal mit Doppelsturm. Haben wir in der Chelsea-Karriere ja auch so gemacht. Dort haben wir mit Werner und Rashford gespielt. Rashford von Anfang an, das ist klar. Kane weiß ich nicht. Der hat nur ein 68er Tempo. Ob ich den hier als zweiten Stürmer spielen sollte, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das müssen wir auch ausprobieren, wie der sich mit seinem Tempo hier dann spielen wird. Sonst spielen wir mit einem Stürmer oder vielleicht halt Abraham von Beginn an. Den habe ich halt in der Chelsea-Karriere gespielt und der war echt unfassbar stark. Auch mit einem 82er Rating hat er richtig oft getroffen. Von dem her, ja, ich weiß nicht, wie Kane sich spielt. Starke Gesamtstärke, aber kann er auch mit seinem Tempo da mithalten? Mal schauen. Dann Madison wird hier, denke ich, ziemlich sicher im offensiven Mittelfeld spielen. Der hat eigentlich richtig gute Werte, richtig ausgeglichen, passt hier, denke ich, gut rein. Und Henderson hat auch richtig starke Werte. Das Tempo ist jetzt nicht so optimal, aber hier im defensiven Mittelfeld macht das, denke ich, nichts aus. Von dem her wird hier Henderson, denke ich, spielen. Das ist hier erstmal die Startelf, mit dem wir jetzt zumindest in den ersten Spieltag gegen China reingehen werden. Heute wird nur ein Spiel gespielt werden. Generell die nächsten WM-Folgen werden alle ein bisschen kürzer werden. Auch das habe ich im Infovideo angesprochen, warum das so sein wird und so weiter. Schaut, wie gesagt, sonst gerne dort nochmal rein. Ein paar andere Taktikeinstellungen habe ich einfach mal von der Chelsea-Karriere jetzt übernommen und dann schauen wir mal, wie wir uns jetzt hier spielen. Wir starten rein mit unserem ersten Match bei der WM England gegen China. Das muss so ein deutlicher Sieg werden eigentlich und wir legen dann direkt los. Einstellungen bleiben genau gleich und damit spielen wir jetzt mal dieses Match in voller Länge. Let's go! Erster Spieltag hier jetzt bei der WM. Ausverkauftes Stadion hier, die ganzen England-Fans hier auf jeden Fall am Start. Ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Bock auf die WM, auch wenn das hier natürlich heute ein ganz entspannter Start werden sollte mit einem ganz deutlichen Sieg, wo wir einfach nochmal schauen, okay, was sind die Spiele, die wir aktuell in der Startelf spielen, was kann ich noch irgendwie umstellen, was kann ich noch besser machen, aber grundsätzlich müssen wir hier natürlich ganz klar davon ausgehen, dass das ein ganz deutlicher Sieg werden muss gegen China, die vom Rating her natürlich viel schlechter sind. Wir haben gesehen, wir haben einige Spiele sogar mit einem 90er Rating, also beste Voraussetzungen sogar, um die WM hier ja am Ende zu gewinnen. Let's go. Wir starten jetzt hier rein mit England in diese WM. Das ist mein erstes Spiel mit England. Zwar schon etwas länger Nationaltrainer, habe aber alles simuliert, die ganze Qualifikation und so weiter. Von dem her, ja, spielen wir jetzt einfach mal gegen China das erste Match. Zumindest ein entspannter Start. Auf das hoffe ich zumindest mal. Und einige Spieler kennen wir ja auch schon aus der Chelsea-Karriere. Wie zum Beispiel Rashford, der jetzt vielleicht hier gleich an den Ball kommen wird. Da kommt er leider dann nicht an den Ball. Erster Angriff schon mal hier. Kopfball gewonnen. Let's go. Rein in den nächsten Angriff. Henderson hier, dann Madison. Madison wollten wir uns ja oft wirklich schon kaufen in der Chelsea-Karriere. Hat da nie geklappt. Rashford, den haben wir uns geholt. Der ist aber jetzt hier am Ball, bringt die Flanke mal rein und da ist Kane.
Der haut das Ding in den Pfosten. Kopfball stark ist Kane auf jeden Fall. Ich habe gesagt, sein Tempo, das könnte möglicherweise nicht so optimal sein vorne, aber Kopfball stark ist er auf jeden Fall. Und vor allem gegen die Chinesen, die wahrscheinlich eher etwas kleiner sind. Und jetzt schicken wir Rashford durch, kein Abseits. Und jetzt muss es das doch sein. Nochmal rübergelegt. Gehalten sogar. Und jetzt kommen sie hier tatsächlich durch und machen fast das 1:0 hier. Riesenmöglichkeit. Also ich muss schon echt aufpassen. Nicht, dass ich die jetzt überhaupt nicht ernst nehme. Ich habe gesagt, es muss eigentlich ein ganz klarer Sieg werden. Aber bisher, die halten dann schon echt gut mit. Und hier gerade eine gute Möglichkeit gehabt. 0:0 weiterhin. Und die kommen hier jetzt schon wieder. Also die darf ich dann wohl echt nicht zu sehr unterschätzen. Nicht, dass die dann plötzlich hier in Führung gehen jetzt. In der ersten Halbzeit dann noch hier. Wieder geblockt dann. Und jetzt haben wir hier den Ball, aber spielen uns nicht raus. Spielen uns nicht raus und da kommen sie vielleicht gleich wieder zum Abschluss. Ding geklärt hier. Und tatsächlich kommen sie hier schon wieder rein. Nächster Abschluss hier von China. Jetzt sind sie hier tatsächlich angekommen im Match. Am Anfang oft noch ganz leichte Ballgewinne von uns, aber mittlerweile ist das durchaus ausgeglichen. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht in Rückstand gelangen. Deshalb jetzt nochmal konzentrieren, hier die letzten Minuten in der ersten Halbzeit und dann vielleicht zumindest die Führung hier rausholen. Das muss doch eigentlich rein gegen China. Kane schickt dann hier nochmal Madison nochmal rüber auf Rashford und er macht das Ding dann jetzt endlich rein. Let's go, das ist der erste WM-Treffer hier von Rashford und mal schauen, ob er dann am Ende vielleicht der WM natürlich auch theoretisch ein Kandidat wäre für den Torschützenkönig hier von der WM. In der Premier League hat er ja 34 Treffer, glaube ich, dann am Ende erzielt. Und hier direkt mal der erste Treffer. Mit dem 1:0 geht es dann auch in der Halbzeit. In der 44. Minute dann das 1:0. Und Ägypten-Schottland das Parallelspiel. Hier dort steht es noch 0:0, beziehungsweise die haben noch gar nicht gespielt. Aber das spielt für uns sowieso keine Rolle. Wir müssen normalerweise ganz locker weiterkommen in dieser Gruppe. Und werden jetzt hier trotzdem ein bisschen was umstellen. Weil Sancho und Sterling, die beiden hat man bisher irgendwie überhaupt noch nicht gesehen. Deshalb packe ich die jetzt dann mal ein bisschen offensiver hier vorne rein. Und Madison und Henderson dafür stelle ich hier etwas defensiver bzw. offensiver. Wir machen das Ganze einfach mal so hier. Und damit geht es auch schon direkt weiter hier mit der zweiten Halbzeit. Wir hoffen natürlich auf die schnelle Entscheidung hier. 2:0, 3:0 oder so. Und ja, allzu viel sehen wir hier jetzt natürlich auch nicht, ob unsere Aufstellung jetzt so in Ordnung geht, weil gegen China ist das, denke ich, noch schwer zu beurteilen. Deshalb werden wir wahrscheinlich mit dieser selben Elf dann auch nochmal die nächsten zwei Matches machen, damit wir dann fürs Achtelfinale Bescheid wissen. Jetzt kommt hier China durch und macht hier fast den Treffer. Den hätten sie sich echt schon fast verdient. Dritte gute Möglichkeit hier jetzt schon. Und dann schicken wir mal wieder Rashford durch. Der sollte doch das Tempo haben, dass er sich hier absetzt. Muss dann nochmal in die Mitte. Das hat er aber gut gemacht. Und das ist dann leider kein Elfmeter hier. Stark den Ball gewonnen. Und tatsächlich kommt hier jetzt China. Da waren wir ziemlich offensiv nach unserem Angriff hier gerade. Und jetzt machen sie tatsächlich hier den Ausgleich. Es hat irgendwie passieren müssen, nachdem sie hier wirklich schon öfters angegriffen haben. War es nur eine Frage der Zeit, bis sie hier den Treffer machen. Habe ich tatsächlich wohl ein bisschen unterschätzt hier. Die machen das echt nicht schlecht. Und wir müssen dann echt aufpassen, dass wir hier dann nicht unentschieden spielen. Haben natürlich noch genügend Zeit und können uns hier eigentlich auch locker durchspielen bisher. Aber trotzdem, jetzt hier der Abschluss, schade, das war hier noch nicht die Führung, aber wir werden auf jeden Fall jetzt weiter angreifen, konzentrierter spielen und nicht hier wieder so offensiv reingehen. Nicht, dass die hier noch in Führung gehen, das war zum Glück abseits. Wir haben noch 30 Minuten, so, let's go. Mit dem Freistoß hier vielleicht über Madison, über Henderson, der schickt dann einfach mal Kane durch. Kane bremst dann ab, bringt die Flanke, Kopfballstark sind wir auf jeden Fall und damit machen wir hier die Führung wieder. Sind die Führung hier, zweiter Treffer, Doppelpack von Rashford. Und jetzt will ich aber hier direkt auf den dritten Treffer auch gehen. Und wir machen dann auch schon den ersten Wechsel. Ich nehme erstmal Madison raus. Hat mich jetzt nicht so ganz überzeugt. Wir packen dafür Mount mal rein. Ellie könnte ich dann auch natürlich nochmal probieren. Wir packen den mal rein. Mount habe ich ja in der Chelsea-Karriere schon gespielt. Deswegen spielen wir jetzt erstmal hier mit Ellie. Und ich hoffe mal, dass von Sterling und von Sancho dann auch vielleicht mal mehr kommt. Von den beiden wirklich bisher gar nichts zu sehen. Dann kommt mal wieder China. Und dann kommt mal wieder China mit dem Abschluss. Und die machen hier fast das 2:2. 70. Minute und das Ding ist noch immer nicht entschieden hier. Dieser erste Spieltag bei dieser WM. Und da wird es tatsächlich richtig gefährlich hier. Und die machen tatsächlich den Ausgleich. Schlecht verteidigt einfach. Und dann ist es der Ausgleich von China. Diese Folge habe ich mir echt ganz anders vorgestellt. Ich habe die echt ein bisschen unterschätzt. Ich habe es vor allem am Anfang oft gesagt, das muss ein ganz lockerer Sieg werden und so weiter. Und dann plötzlich, ja, steht es jetzt wieder unentschieden. Ich dachte eigentlich nach dem 2:1, ja, jetzt machen wir schnell das 3:1. Und dann sollte das doch eigentlich durch sein. Und auch hier wieder
einfach schlecht verteidigt. Und dann der verdiente Ausgleich auf jeden Fall für China. Wir bringen jetzt dann hier Mount für Sancho, der wirklich extrem schwach gespielt hat. Wir haben noch 15 Minuten und selbst wenn wir unentschieden spielen, ist hier auch nichts passiert. Aber trotzdem jetzt nochmal volle Konzentration und wirklich unser bestes Spiel hier machen. Also Maguire, den werde ich glaube ich im nächsten Spiel nicht spielen. Ist extrem langsam in der Verteidigung. Und auch bei den Gegentreffern war der sicher auch hier irgendwo dran beteiligt. Also ja, Maguire, den werde ich nicht nochmal spielen. Jetzt ist das hier leider knapp abseits. Es wäre auf jeden Fall nicht unverdient und das muss es doch hier jetzt sein. Was ein Fehler hier von China und dann ist das abseits. So lange hat das hier gedauert, bis es abseits angezeigt wurde. Ich habe es mir schon fast gedacht, das war einfach schlecht ausgespielt. Habe ich nicht mitgedacht. Irgendwie die Konzentration ist auf jeden Fall nicht am Start hier in diesem Spiel. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Wir haben aber noch ein paar Minuten. Vielleicht geht ja doch noch was. Man merkt auf jeden Fall, dass wir uns hier schon wesentlich leichter durchspielen können. Aber am Ende zählen doch die Treffer. Und das ist doch vielleicht hier der Treffer. Das ist Kane. Und auch der kann hier nicht das Tor reinmachen. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber vielleicht ein, zwei Möglichkeiten gehen hier noch. Oder es kommt hier China nochmal. Verlieren sollten wir auf keinen Fall den ersten Spieltag. Vor allem nicht gegen China. Die kommen hier, aber der ist hier echt richtig stark hier. Fei Nandao oder irgendwie heißt der hier unten, habe ich nur gerade gesehen. Also der spielt echt richtig stark hier und das wäre fast ein Elfmeter gewesen. Da muss ich auch aufpassen. Also Maguire, der spielt sicher nächstes Spiel nicht nochmal von Beginn an. Und das war richtig schlecht verteidigt. Das ist die Führung von China. Und wir verlieren den ersten WM-Spieltag dann hier. Das ist unfassbar. Habe ich die unterschätzt und habe ich schlecht gespielt wirklich. Das gibt's doch nicht. Ersten Spieltag hier einfach gegen China verloren. Aber gut, dann wird die nächste Folge nochmal richtig spannend werden. Das war sie. Wir verlieren mit 3:2 den ersten Spieltag gegen China. Was war hier los? Wir hatten gar nicht aber so viele Chancen. Also es ist auf keinen Fall unverdient. Wir schauen hier nochmal. 7:9 Schüsse. Das hätte ich auf keinen Fall gedacht. Das war echt eine richtig schwache erste Folge, muss ich so sagen. Aber gut, dafür wird die zweite Folge richtig spannend werden. Denn dort müssen wir dann ja eigentlich beide Matches gewinnen, denke ich mal. Und das wird auch das Ziel sein. Also dort werden wir voll reingehen. Gegen Schottland auch unter anderem das englische Duell. Also das wird, denke ich, richtig spannend werden. Das gibt es dann also direkt am Mittwoch. Trotzdem gerne ein Like und ein Abo da lassen, falls es nicht gemacht hat. Zweite Folge kommt, wie gesagt, dann am Mittwoch. Dort müssen wir gewinnen. Das wird richtig spannend werden und dann gerne dort wieder reinschauen. Das war's von hier und damit bis zum nächsten Mal. Wieder schauen und reingehauen.